Hey Leute, herzlich willkommen wieder zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind ja letztes Mal hier gescheitert beim Jump'n'Run. Und ja, heute versuchen wir den T-Rex wirklich zu finden und vielleicht sogar die Dinosaurier auszubrüten. Aber wie ihr gerade bemerkt habt, ist hier auch eine Sandfläche. Vielleicht finden wir hier dann noch ein Fossil, was vielleicht ganz lustig ist. Aber ich weiß gar nicht, was sollen wir mit dem ganzen Sand machen? Hier gibt es ja nirgendwo Lava, wo wir das reinwerfen können. Und Feuerzeug haben wir auch nicht. Also nicht gerade so optimal, wenn man den ganzen Sand loswerden will. Oder vielleicht gibt es ja auch eine Truhe. Ich weiß nicht, was soll ich mit dem ganzen Sand hier machen? Schaufel ist kaputt. Genauso, dass wir das finden. Und es ist ein Kantosaurus. Kantosaurus? Okay, cool. Okay, und so oft wie ich schon in so einem Carnotaurus. Und so oft wie wir an dem Jump'n'Run schon gescheitert sind. Gleich uns einen kleinen Boost machen. Ach, Mist. Und wollte eigentlich schnell einen kleinen Boost machen, damit wir wieder da sind, wo wir letztes Mal gescheitert sind. Aber, ups, ich habe Hunger. Boom, mit Hot Dogs. Also, normalerweise sättigen mich die Hot Dogs ja nicht so, aber hier schon. Oh. Ach. Gib uns jetzt mal den Boost. Der ist gerade einfach von alleine nach vorne gelaufen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas ist gerade mit der Steuerung. Okay, wir versuchen es mal nochmal auf dem normalen Weg. Normalerweise. Es ist nicht möglich. Was? Leute? Seht ihr das? Habt ihr gerade den Weg gesehen? Irgendwas ist mit der Steuerung. Okay, vielleicht funktioniert es hier jetzt besser. Wirklich nicht der beste Jump in Jump'n'Run. Die Lichterin habe ich auch noch an. Jetzt ist das Problem, wo ich das ganze Video ja schon ein Fossil gefunden habe. Okay. Ich könnte natürlich hier einfach weggraben, aber eigentlich wäre das ja egal. Also nicht wirklich da egal, sondern ehrlich gesagt wäre das dann ja schummeln. Und das will ich nicht machen. Also das Boosten ist zwar auch zur Hälfte schummeln, aber das mache ich trotzdem noch, weil ja. Den Rest habt ihr noch gesehen und ihr wollt, glaube ich, nicht sehen, wie ich tausendmal an diesen einfachen Jump'n'Run scheiter. Okay, ich glaube, damit ihr nicht öfter seht, wie ich hier rumfliege und scheiter beim Fliegen, werden wir jetzt erstmal ausbrüten. Jan Masrani. Wir gehen zur Isla Nubla zurück. Ich sah gerade aus, als hätte ich die Tür mit der Hand aufgemacht. Die Eisentüren. Ich weiß alles schon. Müsst mir nicht erklären.
Okay. Carnotaurus. Das ist meine Carnotaurus-Probe. Carnotaurus-Probe. Hier habe ich sie. Triceratops-Probe. Nein, ich werde nicht mit mir sprechen. Triceratops-Probe. Oh. Flugsaurier. Oh, die Carnotaurus hat er ja gar nicht gemacht. So, immer mal wieder. Okay, brüten wir los. Schade, dass es nicht mehr gibt. Okay, mit wem fangen wir an? Ich mach den. Wohl, am besten fangen wir mit dem Triceratops an. Da weiß ich nämlich schon, wo das Gehege ist. Einen hier rein. Hier ist einer drin. Ich habe gleich wieder auf das Falsche gerade geklickt. Oh, ich habe echt. Na gut, dass ich hier sehe, hier ist ja gerade eine Truhe. Mit ganzen Sand. Genauso wie den Hebel, den ich gar nicht brauche. Stein, den ich nicht brauche. Das hier, die Steinstufe, die ich nicht brauche. Verrottete Fleisch, wie das Essen, was ich nicht brauche. Packe ich einfach mal alles hier rein. Und die Karte, die ich im Bild hat, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ah, ich habe hier ein grünes Fläschchen gesehen. Nicht mehr. Und zwei blaue Flaschen. Boom. Jetzt warten wir mal. Gallimimus-Eier. Wir sind da schon drin. Drei. Es werden wohl immer drei hier rein. Gestellt Carnotaurus. Nee, Cosmotosaurus. Warum sind es eigentlich so viele? Weil, wenn eh nur drei reingesteckt werden, kann man sich die auch einfach mitnehmen? Nein, kann man nicht. Sonst hätte ich mehr Speicherplatz im Inventar. Also, ich hole jetzt alles ab. Die Pflanzen besser, die DNS. Die große DNS. Und als letztes mache ich die Triceratops-DNAs. DNS. Drei rote Flaschen. Das Gute ist, wenn man es einmal gemacht hat, braucht man es nie wieder machen. Okay. Die Kamera kann man sich sogar auf den Kopf setzen, weil ich habe mir die mal im Kreativmodus genommen. Steht unter Köpfen. Man kann sie die Kamera auf den Kopf setzen. So, Triceratops DNS. Können wir hier mal zusammenflicken? Nein! Das will ich nicht. Warum macht er das immer? Ganzen Sachen hier rein. So. Und die kann ich nicht einfach schnell hier reinklicken. So. Noch eine kleine Treppe. Egal, wie man hier die DNS zusammenfaltet, ist immer richtig. Oh, jetzt höre ich mir das. Werde ich schon gleich mit dem nächsten anfangen. Okay, das nächste ist. Ich nehme den Carnotaurus. Ich nehme einfach mal den Carnotaurus.
Minotaurus. Der blaue Flaschen hier rein. Drei rote Flaschen hier rein. Jetzt machen wir mal den Triceratops in dieses Teil rein. Also falls er denn schon ausgebrütet ist, ja, er ist ausgebrütet. Setzen wir den Triceratops ein. Oh, sieht voll süß aus. Neue Eier wurden im Labor hinzugefügt. Okay, gut. Schön. Carnotaurus mache ich hier rein. Schon mal. Eine grüne Flasche. Hier rein. Carnotaurus. Na, du kleiner Triceratops, der greift mich ja nicht an. Okay. Wir wurden betäubt. Entschuldigung, Triceratops, ich wollte dich nur hier reinmachen und dich dann zu deinem seht ihr das? Normaler. Ja, ist drin. Okay. Ist drin. Dann werde ich mir mal hier die DNA holen. Von dem Carnotaurus. Geht alles sehr schnell. Ach nee, ich will das nicht. So. Am besten immer auf Baustellen. Und die kann man ja auch nicht so schnell reinklatschen. Wie man sich die rausholen kann. Ja, und auch die blaue, die ist. Carnotaurus Embryo in den Brutkasten. Fangen wir schon mit dem nächsten an, dem Flugsaurier. Ist auf jeden Fall eine große Brutsaison. Ja. Hallo? Drei rote Flaschen bitte. Dankeschön. Und zwei blaue Flaschen. Ja. Zack und. Dann müssen wir das all raus. Carnotaurus. Wie sieht der Carnotaurus denn aus? Frage ich mich gerade. Zack und. Carnotaurus. Ah, das ist der. Stimmt, den kenne ich. Ja. Der kleine Grüne. Der ist der Gel. Ach, hier drüben sind auch noch Triceratops, Carnosaurus. Der macht, glaube ich, schon echt. Reißt uns an, Kleiner. Hier drin wohl scheinbar nicht, weil der andere hat mich angerufen. Vielleicht will er ausgewachsen war. So, die Flugsaurier, den S habe ich mir schon mal genommen. Grüne Flasche. Was passiert eigentlich mit den Flaschen? Verwandeln die Flaschen sich etwa in DNS?
Was haben wir hier gekriegt? Fleisch? Was soll denn das? Also ein Fleisch, was man. Okay, gut zu wissen. Ich hatte ja mal schon mal einen anderen Flugsaurier. Der war auch Fleisch und Fressen. Der fand ich so nett. So viel kann ich sagen. Flugsaurier-Embryo. Okay. Müssen wir keine mehr. Nur für Baby-Dinosaurier. Ah, ich würde die natürlich gleich gerne zusammen machen. Flugsaurier. Wenn ich sie gleich noch bei ihm zu Hause habe. Okay. Dann sage ich mal so, ich bringe jetzt den Triceratops zu sich nach Hause. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die anderen beiden und okay. Los zum Hubschrauberlandeplatz. Hallo erstmal. Ich muss gar nicht. Ich würde sagen, ich fliege mit der Lütrin. Damit bin ich immer schneller. Das ist die Rex-Gehege. Kann ich auch noch aus dem Film. Das ist der große Mosasaurus. Okay. Wow. Nein! Hier wollte ich auf jeden Fall nicht landen. Ich glaube. Ich wollte dich nicht hin. Das hatte ich nicht vor. Das zu machen. Geht's rein? Gut. Ist auch besser so. Ich wollte dich nicht hin. Leitfaden zum König. Geht denn die Tür nicht auf? Muss sie abbauen? Spitzhacke? Tut mir leid für. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Okay, ja, ich habe jetzt keine Zeit hierfür. Ich wollte diesen kleinen Triceratops nicht so lange in der Box warten lassen. Jetzt kann ich nicht mehr so gut mit der Luft drin fliegen. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Oh, diesmal habe ich es doch geschafft. Überraschenderweise. Schon. Oh, ich hatte das Gehege offen lassen. Ich wundere mich schon länger, warum seid ihr hier so komisch? Der ist aber eine große Nummer. Warte mal, kann es sein, dass. Es sieht echt komisch aus, wie die da so sind. Ich weiß nicht, betäube die mal und. Die kann man wenigstens einfach. Und jetzt setze ich den hier wieder raus. Ah. Woanders. Das ging so schnell, dass er. Das ist ja komisch, dass sie hier so stehen. Also der eine ist ja schon großer. Ich ihn gerade erst. Bei denen geht es wenigstens schnell, weil die so größer sind. Die schlafen noch. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ciao, bis zur nächsten Folge. Das war's jetzt.